Scheiß Berufsverkehr. Nigerianische Armee! Runter! Ja. Auf dem Weg! Oh. Ja, warum auch nicht? Ja, lala, alles in die Luft jagen. Ziel mit Raketenwerfer auf dem Bus! Warngranate werfen! Ich kann nichts dafür, wenn der mir in den Weg rennt, ey. Ich kann auch nur das tun, was mir Menschen möglich ist. Und zwar töten, töten, töten. Töte, töte, töte. Weiß nicht, ob töte schon. Spiel ist gefallen. Ich glaube, ein paar Mal war es bestimmt schon. Ey, bam, mit Raketenwerfer auf dem Bus. Warngranate werfen. Ich wäre es gesagt, nö, sehe ich überhaupt nicht. Also, ich sehe keinen. So, tot. Aua. Sie setzen MGs ein. Ach, echt? Ja, schön 12 Uhr. Wo ist 12 Uhr hier? Ich weiß nicht, wo er überhaupt mal. Setz dein Overdrive ein! Ja. Okay. Ja, ich weg. Ja, ich auch weg. Gut. Sieht doch schon mal ganz gut aus für uns, also. Es könnte schlechter laufen. War eigentlich auch wesentlich besser. Aua! Sag ich, oh, jetzt ist gar nichts passiert. So. Da noch einer. Da ist weg. Sind zum Glück nicht viele, muss ich sagen. Wow. Da war wieder ein Raketenwerfer irgendwie. Und der dachte wohl, hey, den mache ich jetzt mal fertig. Oh, gut. Aber er hat mich ja nichts jetzt im direkt irgendwo geschlagen. Diesmal nicht, Junge. Diesmal nicht. Diesmal verarschst du mich nicht. So. So, da noch. Hier. Weg mit euch. Weg. Ey! Bleib stehen. Bleibst du stehen, Junge. Junge, bleib stehen. Tot. Tot, 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 tot. Ich mag gerne tot sein. Hallo? Aua! Jetzt geht erstmal schön auf den. Geht erstmal schön auf dem PC, wo die Tonaufnahme läuft, erstmal schön hier Antivirenprogramm auf und sagt: Ich möchte erstmal hier einen Neustart machen. Ja. Cool. Boom. Zum Glück habe ich noch eine helfende Hand, die mir das mal fix wegkriegt, ey. Reich gesichert. Bewegung. Wir können eine Abkürzung durch die Gassen nehmen. Echt? Durch die Gassen? Geil, durch die Gassen. 2-1. Zieltruck ist in Bewegung. Halber Kilometer südlich. Hier durch. Verstanden. Wir kümmern uns drum. Hallo? Geht ihr mal aus dem Weg? Hallo? Oh. Aua. Irgendwie. Ihr werdet geschockt, also. Aber ist egal, ist ja nur Gideon, der steht drauf, wenn er Elektroschocks kriegt. Der Max ein bisschen rauer. Mal, was mir die Scheiben um die Ohren zu tun hier. Oh, das ist ja gar nicht unsere. Ja, wie gesagt, manchmal ist es schon schwer auseinanderzuhalten, wer zu dir gehört und wer nicht. Gleich mal nach Daten gucken, ist aber keine da. Da! Aua! Pass du mal auf, das mag ich überhaupt nicht. Was hast du nicht? Ein freies Sicht für. Gut. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus jetzt. Oh, da stehen ja noch welche. Wo kommt die denn jetzt wieder her? Ist egal, jetzt gibt's die jedenfalls nicht mehr. Hier, durch das Tor! Ja. Ich hab's. Wo kommen wir hier hin? Ach, wieder auf der Straße, na gut, dann wo wir da jetzt nicht hin. Tür auf, Tür zu, und alle wollen mitgehen. Tür auf, Tür zu, und alle wollen mitgehen. Tausendmal das gleiche Plakat hier aufgehängt. Nach rechts, nach rechts! Ja, warum nicht? Laufen wir nach rechts. Aua, aua! Treppen hoch! Warum nicht, ne? Kontakt! 4 Uhr! Okay, geht's hier direkt weiter, ey. Oh, wollt ihr mich verarschen?
Das sah aus wie Boden drauf. Der war fies. Hallo? Danke, Mitchell, dass du doch noch dich dazu entschieden hast, hier reinzuklettern. Ich hätte nicht erwartet, dass der es direkt macht, der Mitchell, weil manchmal macht er es. Telefon. Computer, Moment 1. Habe ich jetzt die ganze Action verpasst oder was? Hallo? Oh. Ja. Sieht ganz danach aus, als hätte ich die ganze Action verpasst jetzt. Ja. Ja, warum nicht? Ein bisschen. Ja, ich wollte auch nur. Ich suche ja auch nach einer neuen Wohnung. Ich bin ja nicht hier, um zu helfen. Ich suche nur eine neue Wohnung. Kämpfen! Nein! Aua! Das Geschütz ist gepanzert! Wir müssen es flankieren! Kontakt! 12 Uhr! Mitchell! Den Kampfwagen flankieren! Ja! Irgendwo die kommen wir noch nicht lang. Und diese Elektroschlanzels, ey. Los, hinter den Bastard! Ja. Das ist Gideon. Wie ist Gideon hierher gekommen? Wie schnell ist der denn? Das ist unglaublich, der Gideon. Er ist ein flinkes Wiesel schnell. Danke, Joker, dass du mir ins Bild rennst. Aber, hey, cool. Los, ja, hinter den Bastard! Ja, von der Granate. Ist eine Art C-Waffe. Das ist eine Art Abgang mit Schall, oder? Ja, irgend sowas, aber die ist nicht gut. 2-1, C-Truck biegt nach Westen auf den Liberty Highway ab. 500 Meter. Nee, nehmen wir hier mal lieber der AK-12 mit. Die AK-12 ist viel schöner für diese Zwecke. Glaube ich zumindest. Ach ja, ist ja Munition. Hätte ich gar nicht eine neue Waffe holen müssen. So. Dann klettern wir mal da drüber. Hopp, die da. Warum haben die eigentlich einen Container hingebaut? Wissen sie selbst nicht, oder? Oh, Geist. Ihr wisst schon, dass da ziemlich viele Autos langfahren. Aber hey! Das ist ein Overdrive. Ja. Au. Über die Straße! Ja. Das Problem ist erstmal, die Leute drücken ganz das Bauen, die noch extra. Und nicht gucken, wo ich hin, einfach laufen. Aua! Was? Wie bitte? Wo kam der denn jetzt her? Das war ja fies! Fies! Hallo und herzlich willkommen zurück, ja, beim. Über die Call of Duty, ja. Och, guck mal, da steigen sie aus. Auch ganz gut, wenn ich im Overdrive die Betten voll zerstreue. Und dann souverän ballern wir auf den Fluss. Ja, sehr souverän. So. Sicher, rüber! Auf die andere Seite der diesmal Straße, guck ich ein bisschen. Mitchell. Nein. Aufpassen! Das war der Bus. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Denn er hat uns erwischt. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Denn er hat uns einfach gekillt. Ein Hoch auf unseren Bus. Fahrer. Bus. Jetzt auch mal wieder gut. Auf die andere Seite der Straße, Mitchell. Es wird nicht besser, muss ich sagen. Es wird nur schlimmer. Wo sind die hingeflogen? Also die waren nicht mit in die Granate, ey. Oh, genau, da wäre ich eigentlich, glaube ich, auch gelandet, einfach, wenn ich rumgeflogen wäre. Ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen... Nein.
Wie hätte ich denn das schaffen sollen, ey? Hätte mich nochmal wieder der Bus erwischt. Diesmal. Aufpassen! Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! Ich hoffe, ich muss ihn. Oh ne, da drüben ist das Ziel. Nein, ich muss da nochmal rüber. Nein! Ich will nicht nochmal über die Straße! Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! What? Jetzt hör doch mal auf hier! Junge! Hey, tot! Über die Straße! Ach, ihr seid da hinten. Ja, warum lauft ihr nicht mal vor und lasst euch überfahren? Nein. Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! Nein, jetzt noch nicht. Nö. Nö. Puh. Es hätte mich da gerade fast erwischt. Ich sag, mich hat's erwischt, Junge. Mich hat's erwischt. Aua. Ey, das waren das erste Mal Hunde, geil. Verstanden. Die gibt's also auch noch so ein paar Wuffis. Oh, fette Wuffis, ey. Bleib bei der Mission. Mitchell, zu mir. Ja, meine Güte. Der Truck müsste jetzt zu sehen sein. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich war schneller. Keine freie Schussbahn. Scheiß drauf. Bringen wir es hinter uns. Spring! Warum auch nicht? Ich wollte schon immer mal auf einem Bus kämpfen. Schalte die Geländewagen aus! Bereit machen! Ehrlich, spring. Genau, Papa. Schön vom Bus raus. Ruf gekämpft, ihr Junge. Ja. Gideon, wir haben sich Kontakt. Wer hat der, Alter? Pass mal drei Jahre auf. Süden. Organisier dir einen fahrbaren Untersatz und folge mir! Das sind amerikanische Modelle wahrscheinlich, so wie die explodieren. Ja, in der Nähe bleiben! Oh, geht ja schon weiter. Aber zum Glück kommt immer ein anderer Bus an. Okay, hallo! Geh hier, helf mir! Damm, weg! Das ging ja ganz gut eigentlich. Ach, jetzt haben wir das Gitter weggedreht. Gut. Was machen wir jetzt so? Weil natürlich rüberspringen, warum auch nicht. Ja. Genau, wir prügeln ihn einfach aus seiner Karre raus. Bring! 100 Punkte! Blablabla. Was? Ja, nee, die Szene war einfach so spektakulär. Ich wollte die einfach noch einmal erleben. Das ist der wahre Grund. Nicht, dass ich voll vercheckt habe, dass ich da nichts tun muss. Aber hey, ich vercheck doch nichts. Ey, hörst du mal auf, Junge? Immer diese aggressiven Autofahrer hier auf der Autobahn, ey. Ich will doch nur die Bibel verkaufen. Ja. Haben Sie schon mal was von Jesus und zum Herr und Erlösung? Nein! Dann tschüss! Ja, ich bin nämlich Zeuge Jehovas. Feindlicher Heli! Ausschalten! Ja, wenn es nichts weiter ist, als einen feindlichen Heli auszuschalten, Gideon, dann mache ich das natürlich. Ja. Hey! Wer bin ich denn? Der Dominator oder was? Das war ich mein jetzt Dickschädel. Spring. Das war ich mein Dickschädel, springen. Aber hey. Truck auf 12 Uhr. Hey. Was? Festhalten. Ja, war jetzt nicht ganz professionell, aber hey. Lieber hast du ein paar Mal in die Luft geschossen, zum Glück hat er noch nicht springen. Sag mal, bist du behindert? Ach, Gideon, hättest du mich mal in Steuer gelassen. Da wären wir wissen, noch gegen eine Hauswand gekracht und wären jetzt alle tot. Oh nein, oh Leute, Gideon, der muss es ja wieder machen. Der muss ja wieder einen Tag retten hier. Sich immer auf ihn. Ich bin
bin der Gideon. Guten Tag erstmal, ich bin der Gideon und ich rette den Tag. Weil ich das halt gerne mache. Ach so, Gideon, Sie retten gerne den Tag. Das finde ich ja in Ordnung. Warum ist der so schnell und nicht so langsam, ey? Der hat noch einen Typen an sich dran und ich bin so ultra fett und langsam. Ach, scheiß drauf, ich ertrink jetzt einfach. Hey, nicht schlafen. Oh Mann, vorbei, ich hatte gerade so schön einen Traum. Bitte sag mir, dass er am Leben ist. Ganz locker. Er atmet. Noch. Was wollen die überhaupt mit dem Typen? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Das geht nur das Hauptquartier an. Bist du zufriedener, Johnny? Du hast gehalten, was du versprochen hast. Heute gebe ich einen aus. Yay! Gar nicht übel, Mitchell. Ja, schön. So. Was war halt unser erster Einsatz? Finde ich in Ordnung. Hey, reger Verkehr. Was? 5 Punkte? Naja, dann müssen wir die sofort in Schreckhaftigkeit investieren. Primär- und Taktikgranate. Und Panzerung wäre eigentlich ganz gut. Ja, nehmen wir Panzerung noch mit. Ich sag mal, keine Punkte mehr. Aber hey, die nächste Mission wartet ja.